An mehreren Orten in Europa regt sich Widerstand gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. In Madrid haben Menschen gegen den zweiten Lockdown in einigen stark betroffenen Stadtteilen protestiert, der am Montag in Kraft getreten ist. Anwohner dürfen ihr Viertel nur aus triftigem Grund verlassen. Die Demonstranten kritisieren das als unfair und diskriminierend. Die Ausgangssperre gilt vor allem in den Vorstädten mit niedrigem Einkommen und hoher Zuwanderung. Sie betrifft etwa 850.000 Menschen. Es ist eine unfaire, kriminalisierende und ausgrenzende Maßnahme. Wir müssen gemeinsam aus dieser Situation herauskommen. Was macht es für einen Sinn, Menschen einzusperren, sie aber in überfüllten U-Bahnen zur Arbeit fahren zu lassen? In Großbritannien haben die Neuinfektionen am Wochenende neue Rekordzahlen erreicht. Die Regierung hat weitere Maßnahmen und saftige Strafen eingeführt. Bei einem Verstoß gegen die Quarantänepflicht drohen rund 1.000 Euro Bußgeld, bei Wiederholungstätern über 10.000. Wenn ich nicht besorgt wäre, dass Menschen gegen die Regeln der Selbstisolierung verstoßen, würden wir nicht 10.000 Pfund Strafe einführen, um sicherzustellen, dass jeder, der sich selbst isolieren muss, das auch tut. Der Bürgermeister von London, Sadiq Khan, hat angekündigt, dass auch in der Hauptstadt verschärfte Maßnahmen immer wahrscheinlicher werden. Eine Maßnahme, die auf Khans Liste stehen könnte, ist eine Sperrstunde. Solch eine hat Österreich gerade eingeführt, ab 1 Uhr nachts, sowohl im Gastgewerbe als auch im privaten Bereich. Außerdem müssen Gäste in Restaurants und Bars wieder Maske tragen. Nach der Lockdown-Lösung haben wieder alle so weitergemacht. Als wäre nichts, oder? Und ja, und durch das haben wir jetzt halt wieder steigende Corona-Zahlen, oder? In Düsseldorf haben am Wochenende rund 4.000 gegen die Corona-Politik demonstriert. Zeitgleich fand in Düsseldorf eine Demonstration von Befürwortern der Corona-Schutzmaßnahmen mit etwa 500 Teilnehmern statt. Der Umgang mit der Pandemie scheidet mehr und mehr die Geister.